Was für ein Spiel. Deutschland schlägt Brasilien im Halbfinale 7:1. Die offiziellen Spielstatistiken. Brasilien hatte mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, mehr Torschüsse, mehr Ecken. So ist es häufig. Die Statistiken wollen einfach nicht zum Spielergebnis passen. Aber worum geht es denn im Fußball? Im Fußball geht es um Tore. Und die Torchance ist am größten, wenn ein Spieler mit dem Ball möglichst frei vor dem gegnerischen Kasten steht. Genau das wollen die Gegenspieler verhindern. Sie positionieren sich zwischen Ball und Tor, um dem Angreifer den Weg zum Tor zu versperren. An ihnen muss der Spieler vorbeikommen. Es geht also darum, Gegner zu überspielen. Entscheidend dafür ist, dass sich nach der Aktion weniger Gegenspieler zwischen Ball und Tor befinden als vorher. Mit solchen Pässen wird also kein Gegner überspielt. Darum sind sie für die Statistik auch nicht relevant. Ganz anders als dieser. Denn warum ist dieser Pass so effektiv? Er hat alle 10 Gegner überspielt. Diese 10 Gegner sind gepackt und aus dem Spiel genommen. Das nennt sich Packing. Der gelungene Pass braucht einen Passgeber und einen Passempfänger, der den Ball sicher verarbeiten kann. Und auch mit Vertikalpässen, Diagonalbällen oder Dribblings können Gegner überspielt werden. Aus allen Situationen werden die überspielten Gegner aufsummiert. Sie ergeben die Packing Rate. Toni Kroos überspielt pro Partie durchschnittlich 85 Gegner. Also hat er eine Packing Rate von 85. Die Packing Rate beinhaltet alle Gegenspieler. Stürmer, Mittelfeldspieler und Verteidiger. Das Überspielen der Verteidiger ist besonders effektiv und hat den größten Einfluss auf den Torerfolg. Wer mehr Verteidiger überspielt, hat den höchsten sogenannten Impact und schießt in der Regel mehr Tore. 7:1, so musste es ja kommen. Denn die deutsche Mannschaft hat deutlich mehr Gegner überspielt. Und mit 84 überspielten Verteidigern konnten sie sogar einen Rekord brechen. Das ist der höchste bislang gemessene Impact. Eine Statistik, die wirklich etwas über das Spiel verrät.